Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, ich will es euch nicht vorenthalten. Hier steht Spiel geladen. Und ich werde euch jetzt nicht spoilern. Aber ich habe mich ein bisschen dämlich angestellt. Gebe ich zu. okay. So, also, wir haben ja beim letzten Mal hier die Golems besiegt, die hier patrouilliert sind. Und jetzt schauen wir mal, ob in dem Raum sich was geändert hat. Es hat sich ja hier alles etwas geändert, nachdem wir hier bei den Nebeln mal mit Laterne, mal ohne Laterne durchgelaufen sind. Und jetzt erkunden wir den nächsten Raum. So, das hier sind noch Minions, die wir beim letzten Mal beschworen haben, herbeigezauberter Mann. Und wir haben einen Schnellspeicherpunkt angelegt und gleich, na gut, schauen wir mal. Sind auf jeden Fall komplett geheilt. Und wir werden ein Lied anwerfen, Lied des Heldenmuts. Ah, falls dort Gefahren auftauchen. Plus 4 auf Rettungswürfe und ein Ausweichbonus von plus 4 auf DRK. Machen wir mal weiter. Müssen wir übrigens aufpassen, dass wir nicht auf Elras klicken, weil der hat die legendären Ausmaß. Schaut mal, wo die Maus ist und wann Elras geleitet wird. Ja. Da endet seine Hitbox. Also er steht praktisch schon davor, ne? I'll go ahead. So, Lied ist an. Vorsichtig. Ah, jetzt ist es nämlich passiert. Ich habe Elras angeklickt. Path is clear. Jetzt tut's hier noch nichts. Tread lightly. Und da ist doch ein Schatten, oder? Und da? Mal einen Schritt weiter. Wow. Anko, neutral, Feenwesen. Neutral ist schon mal schlecht, weil da hilft die Aura hier nicht. Die heilige Aura. Aber wir haben Geheimnisse von Sarum Gamin. Da haben wir ja die Questreihe abgeschlossen gehabt. Erfolgreich. Mit diesen fünf mysteriösen Kreaturen, nenne ich sie mal. Und wir haben hier Geheimnis der Katastrophenvermeidung. Eine Minute je Stufe. Alle Verbündete in einem Radius von 30 Fuß. Dieses Geheimnis ermöglicht dir die Meidung andernfalls eingetretener Katastrophen. Wenn während der Wirkungsdauer des Geheimnisses ein Rettungswurf von dir oder einer verbündeten Kreatur im Wirkungsbereich misslingt, der mit einem Verständnisbonus in Höhe deiner Zauberstufe gelungen wäre, ist der misslungene Wurf erfolgreich und der Effekt des Geheimnisses endet augenblicklich. Das werden wir hier einmal aktivieren. Wir müssen auch vorher noch sagen, dass alle stehen bleiben sollen. Automatik aus. Alle stehen bleiben. So, und dieses Geheimnis aktivieren. Jubilos kann Augen des Bombenwerfers aktivieren. Und wenn der Bombenwerfer oder wenn er angreift dann mit den heiligen Bomben. Aura ist an. Wir können was machen wir mit dir noch? Jetzt schon mal die Hast aktivieren. Ja, okay. Patience. Was haben das jetzt schon gemacht? Das ist das Geheimnis aktivieren. Ich
Nicht verfügbar? Warum nicht verfügbar? Geheimnis der Unterwerfung haben wir. Die, bei den anderen steht, Geheimnis des Erfolges haben wir auch. Nee, Moment, sorry. Unten steht nicht verfügbar. Nee. Tja, keine Ahnung. Haben wir eine Aufladung? Nicht verfügbar. Schade. Okay, gut. Wir werden den mal der Fernkampf dann anlocken. Valerie bleibt erstmal stehen. Da machen wir ruhig eine komplette Fernkampfsalve. I shall not fail. Where now? Da nur gleich dran denken, noch wieder rauszunehmen. Hast es durch? Richtig? Ja. Okay. Mal los. Er ist fast down. Da kommt ein Regenbogenspiel und Furcht. Einmal haben wir tiefste Furcht, ja. Bei wem war es nicht erfolgreich? Bei Jubilost. Bin mir nicht sicher. Also ein Debuff hat er jetzt nicht. Wir machen weiter. So, und hier geht's fleißig weiter. Harim hat was abbekommen. Heilen wird mal die ganze Gruppe heilen. Und der Rest wird weiter angreifen. Oha, Sturz wurde verwandelt. Dann gehen wir wieder zurück. Das war natürlich ganz schön, ja. Oh Mann, Leute. Ja, bei Schluss müssten wir Fluchbannen einsetzen. Das hier ist eine Bannbombe. Ist Magiebannen, das ist was anderes. Was wir brauchen, ist hier Fluchbannen. Hier, oder? Ja, Fluchbrechen. Wir sind ja fast schon mit der Geschichte, Leute. Wir müssen da hinkommen. Wir versuchen das mal. Und Valerie davor tanken. Der da raus. Nein, da müssen wir einen anderen Ort nehmen. Valerie da ein. Eras. Aber oh, Eras, du bist so riesig. Ah, ich kann mit Steuerung arbeiten, okay. Das geht da natürlich. Die Zauberwirker. Die müssen nach, danach dahinter. So. Und Knock Knock erstmal hier in den Melras. Rein. So, schauen wir mal. Dann machen wir weiter mit V. Die schwarzen Männer, die tanken da gerade. Und keine Ahnung, was mit Valerie da gerade los ist.
Eras kann ja ruhig einfach mal, solange er den Bogen an hat, angreifen. Er kann auch den, den Würfern beschwören. So, Schlucht, kritisch Wunden. Ach, wir müssen erstmal hier, den Fluch brechen. So. Sprengbomben. Wie weit kommst du damit? Nicht weit genug. Ach, die ist selber unsichtbar. Knock-Knock kann mit dem Bogen ja ruhig angreifen. Oder hier auch noch seinen Würfern beschwören, okay. So, haben wir den Fluch gebrochen. Schlucht wieder da. Nein, noch nicht. Oh, Harim, das muss funktionieren. Hat nicht funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Steht wahrscheinlich irgendwo hier drin, aber... Ja, das ist aber wichtig. Das ist eine wichtige Information. Warum hat das bei Harim jetzt nicht geklappt? Er hat eine 5 gewürfelt. Oh, er hätte eine 6 gebraucht. Ja. Ah, Mist. Harim, geh mal nach da. Tsunami. Ah, das reicht mir noch nicht. Auch weiter nach vorne. Das sieht doch ganz gut aus. Und dann gehst du direkt hinterher mit einem Feuersturm. So, ja, das ist sehr lobenswert, Jubilost, aber geh mal zurück. Einmal auch. Und ihr könnt jetzt in den Nahkampf gehen und angreifen. Jubilos mit Sprengbomben, ja. Erstmal weg. Mal gesagt, ja. Nahkämpfer. Auf ein Ziel. Und, das mit den AOEs hat jetzt wunderbar funktioniert. Sehr gut. So, Jubilos wirft dann hier rein. Jubilos, Sprengbomben hier reinwerfen. Primitives. Achso, das ist so ein bisschen überlappend, okay. Und Harim könnte jetzt noch im Blitzgewitter arbeiten. Sind immer nur noch 3 Gegner. So wie es aussieht. Dann fangen wir lieber an, die Gruppe zu heilen. Keine Bomben mehr werfen. Ja, und Schlucht, da brauchten wir halt, wie gesagt, eigentlich Magie bannen. Fluch brechen. Ah, schauen wir mal. Ah, auf jeden Fall schon mal hervorragend, dass wir das geschafft haben.
Also, ja, Harry mit Tsunami, das ist einfach super stark. Ah, ist ja auch einer seiner stärksten Zauber. Ist ja hier, Stufe 9. Und Feuer schon mal auch hervorragend, 40 Fuß Radius. Ja, am Schutz kümmern wir uns noch. Und warum haben wir euch jetzt besiegen müssen? Was ist jetzt hier der Lohn des Ganzen? Gar nichts. Wir haben dadurch nichts gewonnen. Ja. Schlucht. Böswillige Verwandlung. Kann das Seel keine anderen Verwandlungszauber oder Effekte nutzen, um eine neue Gestalt anzunehmen. Böswillige Verwandlung kann mit einem Fluchbrechenzauber entfernt werden. Das hatten wir versucht. Ja, Magie bannen, das müssen wir eigentlich gar nicht erst versuchen. Wir können mal eine Bannbombe werfen, aber das wird auch nichts bringen. Einfach versuchen. Nee. Da wurde jetzt Taste entfernt. Ah, da wurden jetzt die ganzen Buffs entfernt. So, also. Wir haben noch zwei weitere Charaktere, die Fluch bannen können. Und zwar sieht man das zum Beispiel an einem Trank, den wir haben. Fluch bannen. Oh, irgendwo hier im Inventarizer. Hier, Fluch brechen. Aber das ist dann persönlich. Also wenn wir jetzt Harim sagen, ja, Fluch brechen... Dann würde er das halt für sich selber verwenden. Ah. Er selber ist ja nicht verflucht, also das bringt nichts. Also das nehmen wir wieder weg. Und ja, wir gehen jetzt mal zu den anderen. Zu Christian und boah, Elras mit der Riesenhaftigkeit. Krieg ich nur mal an. und die können dann hier die böswillige Verwandlung entfernen. Da steht noch ein Spiegel. Der Spiegel ist von einem dichten Nebel bedeckt. Er reflektiert nicht. Oh, jetzt sind hier noch Gegner und wir haben den... Oh. Ja, Leute. Ich möchte halt nicht extra rasten, nur um Harim jetzt die eine Fähigkeit wieder zu geben. Wir haben nicht mal so viele Rastvorräte. Noch zweimal rasten, dann war es das. Wenn das nicht klappt, dann können wir das, glaube ich, alles nochmal von vorne machen. Ja, Nymphen. Stufe 16. Chaotisch gut. Um noch AOE-Fertigkeiten. Okay, Jubilos kann noch 8 Bomben werfen. Ah, schon etwas kritisch, Leute. Ja, alle erstmal stehen bleiben. Dann geht Valerie nach vorne.
Und dann haben wir dann noch einen urzeitlichen Baumärten. Und dann war Feen mit Nymphen, ja. Stufe 12 Pflanze, Stufe 6 Barbar. Dorn haben wir bereits gewirkt. Eras dahinter, Knock Knock erstmal bei allen die Automatik ausmachen. Valerie nach vorne, Eras dahinter. Knock Knock hier dahinter. Schutz ist verwandelt. Er kann jetzt sein Lied spielen, ansonsten kann er aber nicht viel machen. Beschwört hier mal ein paar Minions. Eine Regeneration, kaltes Eisen oder Feuer. Ja, unsere Feuer-AOE, die haben wir schon letztes Mal verwendet. Mutiert gegen Gift. Geistesbeeinflussend. Ja. Ja gut, dann mit Brandbomben, Explosionsbomben. Aber Jubilos hat keine hohe Reichweite mehr und August Bombenwerfers haben wir jetzt schon verballert. Ja, wir schon irgendwann mal näher kommen. Mal Vorwetter. So, Valerie hier angreifen und jetzt Jubilost. Eras und Knock Knock auch hier mit drauf. Ich hab doch die Nahkampfwaffen ausgerüstet, richtig? Alle im Nahkampf? Ja. Valerie Verteidigungshaltung. Jubilost Feuerbomben. Okay, der erste ist down. Dann müssen Eras und Knock jetzt stehen bleiben. Damit auch die sich auf Valerie stürzen. Aber Eras könnte hier angreifen. Ah, ich müsste aber den eigentlich zuerst rausnehmen. Das ist auch in der Reihe übrigens. Weiß nicht, mit dem Springbrunnen, vielleicht kommen wir da auch raus. Wir müssen auf jeden Fall hier die Springbomben werfen. So. Harim könnte mit Blitz arbeiten. Erst mal ein bisschen nach vorne. Ah, Achtung. Jetzt. Okay, Eras und Ockner könnte jetzt hier angreifen. Valerie, einmal kurz die Verteidigungshaltung beenden. Dann hier angreifen. Kritischer Treffer 94 durch Elras. So, Knock Knock hier angreifen. Ari mal die Gruppe heilen, vor allem auch dich selber. Los ein bisschen nach vorne für die Aura. Jubilost, hier. Arim, heilen, heilen, heilen. Okay, der ist down, da kommen ganz viele Wölfe. Stufe 14 Tier. Zimilodons, keine Wölfe. Ah. Was auch immer hier jetzt gerade passiert. Arim muss heilen. Schutz kann, glaube ich, nicht heilen, oder? Er kann nur sein, eventuell sein Lied anmachen oder weiterspielen, wie auch immer. Wir
immer weiter heilen. Wir könnten auch Massenheilung einsetzen. Da müsste man nur aufpassen. Jetzt kann ich auch die ganzen Gegner heilen. Wenn du jetzt Jubilos anvisierst, wie weit kämpfst du denn da? Das wären hauptsächlich wir selbst. Aber wir sind auch gerade gar nicht so stark. Harim selber ist halt stark beschädigt. Macht einfach so weiter. Jubilos wirft Bomben auch in der Automatik. Mal schon mitten rein. Nahkämpfer auch, wo ich jetzt mal die Automatik anmachen, dass ihr euch immer neue Ziele sucht. Elras und Knock Knock. Knock Knock, geh mal ruhig nach hinten, mal kurz. Du kannst. Kannst du gar nicht. Oha, Leute. Ich kann halt mit Harim nicht alles gleichzeitig machen. Sonst könnten wir hier auch Schutz vor Feuer anwerfen können. Ja, hat er ja noch. Teerlache. Aber hier oben ist Feuerschaden und ein Teerlache. Aber hier unten auf jeden Fall Feuersturm. So. Valerie in der Verteidigungshaltung. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, Harim und Oknok. Ich muss mal hier irgendwie gerettet kriegen. Oknok geht mal in den Fernkampf vorbei. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Oh, und Harim geht noch ein bisschen weiter nach hinten. Stocht's auch. So, Harim weiter. Ja, obwohl jetzt könntest du mal mit Massenheilung arbeiten. Mach das doch ruhig mal hier so. Knock Knock Automatiker mit dem Bogen. Kannst du auch ruhig hier hinten mal die Nymphe angreifen. Er ist nämlich mit dem Bogen echt nicht schlecht. Weil er so viel Geschicklichkeit hat. Er hat nur halt keine Bogenskills. Aber ansonsten ist er halt, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht damit. Massenheilung ist durch. Alle wieder full life. Dann könnte man jetzt auch in die Offensive gehen. Also sprich mit Knock Knock auch wieder in den Nahkampf. Valerie mal die Verteidigungshaltung verlassen. Ja, dass sie sich damit nicht bewegen kann, das finde ich total... Egal, weitermachen, weitermachen. Ist halt total umständlich zu spielen, das immer an- und ausmachen zu müssen. So. Noch eine Bombe. Ja, wirf die doch mal schön hier in die Mitte. Elras? Weiß ich nicht, was ist mit Elras los gerade? Kann sich nicht bewegen? Ja. Versucht sich zu befreien, okay. Ja, jetzt hat Knock Knock wieder Probleme. Moment. Valerie ist vorne. Der eine greift da bei Elras an. Und Knock Knock. Da vorne, ja, geh doch mal darüber. Versuch das mal. Du kannst nicht viel machen. Harim könnte Eras Bewegungsfreiheit geben oder halt heilen nochmal.
Jubilost hat keine Bomben mehr, der greift jetzt einfach so an. Okay, also alle, die angreifen können, gehen erstmal hier auf den. Ah, okay, bei Nocknock kann ich sagen, den Teerbereich verlassen. Und Harim versucht, Eras zu befreien. Der kann sich schon wieder bewegen. Nee, okay, dann Harim heilen. Eventuell sogar nochmal die Massenheilung verwenden. Das geht ja vor allem um Nocknock gerade. Ja, hätten wir Schluss, dann hätten wir einen zweiten sehr guten Heiler dabei. Wie weit, wo stehst du gerade? Hier hinten. Erfrischender Auftritt wäre ja auch massenschwere Wunden heilen. Ja, komm, dann geh mal hier nach vorne ein bisschen. Und Harim lässt das mit der Bewegungsfreiheit, sondern schaut, dass er die Gruppe geheilt kriegt. Muss auch ein bisschen nach vorne gehen dafür. So, Nocknock ist in Reichweite. Und Schlucht ist damit noch nicht in Reichweite von Nocknock. Noch ein bisschen weiter nach vorne. So, jetzt aber. Nocknock jetzt hier angreifen. Das genau kontrollieren. Nocknock wird immer noch gehighlightet. Nocknock hat aber jetzt kein Ziel mehr. Ja, bleib ruhig einmal da stehen. Die zwei hier fertig sind. Valerie und Elras gehen weiter in die Offensive. Und bei Nocknock kam 38 Heilung an. War das der erfrischende Auftritt? Ich glaube ja. Ja. Okay. Dann geht Nocknock auch wieder mit in die Offensive. Alle auf den gleichen Gegner. Der erfrischende Auftritt würde theoretisch auch Gegner heilen. Da müssen wir aufpassen. Dann gehen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Jubilos, die Automatik ist an. Werden wir noch kritische Wunden heilen. Zweimal. Brauchen wir jetzt aktuell aber nicht. Okay. Dann mit angreifen. Immun gegen Blitz, gegen Elektrizität. Ich glaube nicht. Harim, beweg dich ruhig mal rein. Das sind jetzt nur noch 4 Gegner. Dann schwammen wir uns den ruhig. Das wird jetzt schon funktionieren. Wir können mit Harim eventuell auch in den Nahkampf gehen. Ja. Und dann greifen wir mit allen denen hier vorne an, weil der möchte hier einen Sturmangriff oder sowas durchführen. Mit allen auf den. Sehr gut. Ein Gegner weniger. Oh Mann, geschafft. Richtig? Ah, kommen wir da durch? Nein, ich glaube nicht, oder? Der Brunnen strahlt Magie aus. Ja, wunderbar. Vielen Dank dafür.
Ja, wir werden jetzt hier überall auf Gegner treffen. Boah. Moment. Wir gehen nochmal zurück. Mal schauen, ob wir hier noch Loot einsammeln können, aber ich glaube, da gibt es keinen Loot, oder? Nee. Das verursacht sogar Schaden. Boah. Meine Güte. The path is clear. Da, wo wir alles geändert haben. Da können wir es ja theoretisch über die Laternen nochmal zurückändern. Da könnten wir ohne Probleme zurück und den Schuss durch einen anderen Charakter ersetzen. Oder halt ja, da einfach die böse Verwandlung wegnehmen. Speicher mal. Ah, das Problem sind die Rastvorräte. Wenn wir jetzt noch 40 Rastvorräte hätten oder so, dann könnten wir hier die ganze Zeit rasten. Kein Problem. So, hier war das. Fabricium Turino. Fabricium Turino. Also wie es aussieht, müssen wir eh bald rasten. Aber jetzt die Laterne ausmachen. Erinnert sich wieder alles. So. Das ist doch der Stand, den wir hatten. Bevor wir alles geändert hatten. So, jetzt Laterne anmachen, damit sich nicht wieder was ändert. Und erstmal wieder nach oben. Ich hoffe, die Theorie funktioniert. Wenn wir jetzt hier schon wieder auf Gegner treffen, dann wird's knapp mit den zweimal Rasten. Ja, jetzt ist auch kein Spiegel. Ja. Und wir kommen hier sogar raus. Oder zumindest an eine andere Stelle. Vor allem, weil der Brunnen ja nicht interagierbar. Das ist, ist der Anfang vom Labyrinth. Hellras in legendären Ausmaßen. Okay. Wir können fast die Hüfte von ihm sehen. Hätte hier die Mechanik mit den Laternen bereits begonnen. Ich habe das die ganze Zeit nicht verwendet. Aber ich habe ja erst vor ein paar Folgen damit angefangen, hier das mit der Laterne überhaupt zu benutzen. Ja. Okay, dann machen wir jetzt die Laternen wieder aus. Wenn wir den Ursprungszustand haben. Laternen aus, oder nicht? Okay.
Was hören wir da an? Da geht's raus. Ja. Alles irgendwie so gewohnt. Ja, jetzt haben wir dann auch noch mal switchen können. Da auch. Da steht ein Spiegel. Der Spiegel erwacht bei deiner Berührung zum Leben. Seine dunkle Oberfläche wird erhellt von Momentaufnahmen einer Schlacht, die in einem unbekannten Zeitalter in diesem Raum stattgefunden hat. Eine Gruppe von Kriegern in dunkler Kleidung bekämpft eine Schar von Gargülen. Im Gang hinter ihr sind Wolken eines magischen Nebels zu sehen. Plötzlich blitzt ein Lichtstrahl auf und auf dem Schlachtfeld erscheint der vertraute Zauberer. In der Hand eine magische Laterne. Er hat offensichtlich Schmerzen, wirkt aber wütend und entschlossen. Wir werden hier alle sterben. Lauf! Einer der Soldaten schreit. Ohne Zögern schiebt ihn der Zauberer direkt in die Klauen der Gargülen. Sobald die Monster mit ihrem Opfer abgelenkt sind, umhüllt der Zauberer die gesamte Gruppe mit einem Zauber und tötet sie auf der Stelle. Zur Treppe! Ins nächste Stockwerk. Er entfacht die Laterne und die Krieger ziehen sich rasch in den Nebel zurück. Die Vision verblasst. Doch dann erscheint ein anderer Raum und auf der anderen Seite des Glases erkennst du das Spiegelbild eines anderen Zauberers, der, mit dem du zuerst gesprochen hast. Er nickt dir zu und sagt leise, ich erinnere mich an diesen Kampf. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Okay. Im ersten Spiegel haben wir gesehen, wie der Zauberer und seine Verbündeten gegen Nyrissas Diener kämpfen. Sie hatten versucht, das Obergeschoss zu erreichen. Es ist wichtig, sie in derselben Reihenfolge zu berühren. Okay. Ich bin einfach beim ersten Mal vorbeigelaufen. Ah, kann sein. So, Tristan kann auch, könnte auch Schluchz helfen. Überlege gerade, Knock Knock rauszunehmen und durch Ekun zu ersetzen. Weil Knock Knock doch sehr oft jetzt Probleme bekommt. Auf den müssen wir auch sehr oft sehr stark aufpassen. Er haut zwar auch richtig gut Damage raus. Aber wenn da irgendwelche Gegner kommen, die Stärke-Schaden verursachen oder einfach nur Schaden machen, dann ist Knock Knock da sehr schnell. Ein Problem. Dann wäre ein Levelaufstieg fällig. Muss auf jeden Fall Schluchz helfen hier. Machen wir es einmal so. So, und hier haben wir dann auch
Aber um eine Verzauberung geht es nicht, oder? Dieser Zauber befreit Kreaturen von Verzauberungen, Verwandlungen und Flüchen. Okay. Lied des Erfolges. I'm listening. Und dann Verzauberung brechen. Alle Verbündeten, okay. Da stand doch extra drauf, dass er auch im Fluch gebrochen wird. Ja. Verwandlung steht da sogar. Wenn Schluss nicht verwandelt ist, haben wir es ja auch nicht. Böswillige Verwandlung heißt das. Und hier taucht es jetzt nicht einmal auf als Fehlschlag. Und die ganzen Buffs entfernt. Ja, nicht alles, aber vieles. Wir machen hier mal eine Pause. Ah, nächste Folge geht's weiter. Ich muss ein bisschen Luft holen, durchatmen. Und dann, ja, machen wir weiter. Bis dann. Bye, bye.